Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer. Ja, mit einer weiteren Folge Captain of Industries. Es geht weiter hier in dem Stück, in dem Let's Play. Und ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich jetzt hier weiter fortfahren möchte. Also Produktion erstmal von den Teilen, die wir brauchen, um Gebäude und um Fabriken aufzubauen. Dass wir da einen Puffer haben. Das ist jetzt der Plan und das ist etwas sinnvoller als die ganze Zeit. Ich habe das überall so hingepflanzt, weil ich es nicht besser wusste. Mittlerweile habe ich ja auch ein bisschen was dazu gelernt, hoffe ich zumindest. Auch dank eurer Kommentare. Vielen Dank dafür. So, genau. Hier haben wir nämlich schon, also ich habe hier schon angefangen. Mit ja, dieser Kette. So, wir können eigentlich weiterfahren. Wir produzieren im Moment diese Teile, aber es ist rot. Rot heißt, es geht irgendwie mehr raus wie rein oder so irgendwie, keine Ahnung. Das hat mir mal jemand erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Mechanische Teile brauchen wir natürlich und wir brauchen Konstruktionsteile, so heißen sie. Genau, der produziert mechanische Teile, der produziert Konstruktionsteile. Da die Ausgabe im Moment voll ist, geht es da auch nicht weiter. Ich will aber diese ganze Produktionen hier jetzt hinbauen. Soll bedeuten, hier ist das schon am Laufen. Ach, das läuft schon. Das läuft schon, das ist auch gut. Also ist das hier, werden dann die großen Teile gemacht. Und was mache ich denn hier überhaupt? Hier werden mechanische Teile produziert irgendwann mal. Das Ding ist voll, sehr gut. Hier hat kein Rezept. Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier auch mechanische Teile produzieren, der Konstruktionsteile produzieren, weil hier produzieren wir ja dann die, aus den Konstruktionsteilen diese Teile. Genau. Dann machen wir hier auch Konstruktionsteile und werden dann aber, das haben wir hier auch schon angefangen, also ich, fehlende Materialien, klar, Holz, Beton, werden wir hier aufbauen, dass wir das Werk hier auch damit versorgen. Der bringt, was bringt denn der? Ach, der bringt Holz rein. Der bringt hier, ah ja, Holz, logisch. Genau. Drei Sachen, Eisen, Holz und Beton. So, Beton produzieren wir hier. Und es ist die Frage, das will ich jetzt natürlich nicht abreißen, das hier, das läuft, das steht auch gut, das läuft gut. Ich hätte besser hier angefangen aufzubauen, da hoch, anstatt hier. Immer das gleiche Problem. Ich muss jetzt überlegen, da eine Leitung hochlegen ist natürlich, boah, klar, sinnvoll ist es. Betonplatten laufen im Moment aber ziemlich leer. Gut, die werden rausgenommen. Ne? Die werden einmal rausgenommen für hier. Und für hier, ja genau, da, also Betonproduktion sollte ja eigentlich laufen. Ausgabe voll, was ist denn hier voll? Die Zementausgabe im Betrieb. Das heißt, wir hätten hier für Zement auch besser so einen Puffer eingebaut, ne? Zement und Kies, das ist mies. Beton, ah ja, zumindest läuft's. Ja, wird natürlich von ihm hier jetzt leer gemacht. Nee, von ihm nicht. Was fährt er denn? Abfall. Na gut, Abfall ist Abfall. Da kann er ja hier die Dings bauen, genau. Okay, da werden wir jetzt mal logisch vorgehen hier. Hier habe ich noch zwei Lager sitzen, weil ich nicht besser wusste. Hier möchte ich Metall machen. Ja,
Schallplatten. Die sollen dann hier... Ah ja, genau, da war ich stehen geblieben. Der produziert... Sekunden oder Minuten? 60 Minuten wahrscheinlich, ne? So, der Verbrauch. Moment, das muss ich jetzt richtig rauslesen. Der produziert 12 Eisen in 60 Minuten. Oder 12 Kupferplatten. 60 Sekunden oder Minuten, weiß ich nicht. Zeiteinheit 60. Und der Verbrauch 12 Platten. Sehe ich das auch richtig? Das heißt, ein so ein Ding könnte das jetzt zum Beispiel mit Platten versorgen. Aber mal gucken. Weiß ich noch nicht, ob das jetzt hier... So, da kommen Metallplatten dran. So. Ist ja schon mal nichts verkehrt. Hier rein brauchen wir geschmolzenes Eisen, logischerweise. So, hier die sollen auch nichts mehr. Import habe ich schon. Die sollen auch nichts mehr hier reinfahren. Das war Import aus. Die sollen die leer fahren. Import aus. Hier ist noch gar nichts drin. Weg. Unlogisch gebaut. Macht nichts. Müssen wir durch. Ja. Wir haben hier einen flachen Sortierer. Ich weiß noch, muss ich noch rausklappbuchstaben, wie die gut sind, was die hier sortieren. Kann aber sein, dass ich die jetzt brauche. Obwohl, wenn der ja 60 produziert, nochmal zur Logik, und der 60 verbraucht. Oder der auch 60 produziert, dann brauchen die 12 Stück davon und 12 Stück davon. Brauchen wir eigentlich nur 9 Platten, ne? Aber das ist für mich auch nichts. Na gut. So, hier muss geschmolzenes Eisen rein. Und hier müssen auch Platten rein und hier müssen auch Platten rein. Also brauchen wir hier mindestens mal noch 3 von denen. Noch 2 von denen. Ist das so? Ja. Ah, das wird natürlich jetzt wieder eng hier, weil ich wieder... Wie habe ich dich denn hier? So rum. Ja, falsche Taste. Wird eng für die anderen Sachen hier jetzt einzuspeisen, ne? Da muss noch Beton rein. Sei denn, ich mache das hier so. Lass das da reingehen. Da habe ich in der Mitte Platz für 2 Förderbänder oder für so einen Verbinder. Ne? Muss ich mal noch gucken, weil ich kann ja hier... Ah, langsam. Wenn das schon hinbekommen. So. Genau. Hier muss dann ein Schmelzofen hin. Das ist auch schon mal logisch, ne? Hochofen natürlich, so heißt das Ding. Und da muss man denen noch sagen, was sie bauen sollen. Hier kommt
raus, Schmelzgut. Bevor ich das jetzt mache, gerade mal gucken, wie viel der produziert, ob ich da, was ich da brauche. Ne? Hier haben wir ja so ein Ding. Der produziert geschmolzenes Eisen 24 in 60. Also kann ich da getrost zwei Plattenhersteller dran hängen. Na? Und es geht auch sonst hier nichts rein. Ne? Es gehen ausschließlich. Ja. Gut. Dann machen wir das doch einmal so. Hochofen. Setzen wir es so hin. Wo haben wir den Ausgang? Hier sind die beiden Ausgänge und hier haben wir die beiden. Genau, so. Gucken wir mal, ob wir das hier ja mittig geht nicht, weil wir es ungerade haben. Das sind 6 und wir haben 3. Ja, geht nicht. Schade. Gut, dann machen wir es einfach. Platz genug. Nicht zu eng bauen. Ist eh schon wieder zu eng, das weiß ich jetzt schon. So, das ist flüssig. Flüssig, flüssig, flüssig. Ja, Regenrinne. Regenrinne, ja, genau. Einmal. So, wenn der zwei Ausgänge hat, dann nutzen wir die auch beide. Ah, das hat er nicht schön gemacht. Nein, nein, Opa. Wo du hier jetzt baust. Entschuldigung. So. Nicht ganz symmetrisch, weil, ja, egal. Auf jeden Fall versorgt er jetzt diese beiden Fabriken hier mit Mats. So, wie sieht's aus? Was haben wir hier noch an? Ja, da wird's kritisch jetzt. Ne? Da wird's echt kritisch. So, der benötigt jetzt zum Arbeiten Eisen und Kohle oder Eisenerz und Kohle. Der soll natürlich aus Eisenerz und Kohle. Ah, der produziert auch Schlacke, genau. Die müssen wir mal gucken, ob wir die abgeführt bekommen. Da geht Schlacke raus und da geht Abgas raus. Genau, Abgas. Machen wir mal sofort. Was haben wir hier? Umwelt? Nee. Du lieber rein. Bergbau unterirdisch. Da bin ich auch mal noch gespannt, wie das geht. Okay, Lager, nee. Das war's. So, Schornstein. Oh, oh. Ja, passt noch. So, die Schlacke, die müssen wir ja dann auch hier rausziehen. Aus der können wir ja wieder was bauen. Kies, ne? Werden wir mal sehen, wie wir das machen. Noch geht's, wir können hier raus. Eventuell hier, nachher, später, irgendwann mal, weiß ich noch nicht. Im Moment sollen es die LKWs abfahren. Ist es halt so. So, nochmal. Eisenerz und Kohle ergibt Eisen. Geschmolzenes Eisen. Und 24 sollte ausreichen für beide. So, Eisen und Kohle. Da machen wir aber auch wieder einen Behälter vorn dran. Zweimal Schüttgut. Kostet uns 23, wir haben nur noch 60. Sollte ich mal vielleicht einen Moment warten. Ne? So, kein Labor verfügbar. Genau, Labor muss ich weitermachen mit Stufe 2. Fehlende Materialien, ja, ist klar. Muss ja erstmal alles. Konstruktionsteile, das ist okay.
Nee. Habe ich hier einen Fehler gebaut? Ja, habe ich wohl, ne? Mechanische Teile, Konstruktionsteile. Ach, Opa. Warum? Ist ja eigentlich falsch. Der soll das ja gar nicht. Der soll doch... Export an, Import aus. Oh mein Gott, wie doof. Das heißt, diese Teile hier, die sollte der jetzt erstmal hier rausnehmen, bevor er sie sonst wo rausnimmt. Opa. Ist unglaublich. Ist das somit alles, was ich hier produziere an diesen Konstruktionsteilen? Okay. Dann muss ich jetzt noch ein paar. Ja, das kann dann die Klingel und dann schnell zugesandt zurück zu entfernen. Das Lager nicht leer ist, wenn das waren angefordert, alle restlichen Produkte zu entfernen. Jawohl. Frage ist jetzt nur, wohin machen wir das? Da sollte. Genau. Da hinten dran muss nochmal so ein Lager. Habe ich vorhin irgendwie. Habe ich irgendwie gepennt, ne? So, da geht's rein. Da geht's raus. Genau. Und das wird dafür benutzt. Genau. Wird gebaut. Und das sollen die LKWs dann leer fahren, ne? Priorität. Wie war das nochmal? Je höher, umso kleiner die Zahl, höher Priorität. Genau. Und nimm das, mach das Ding mal leer. Weil da soll was anderes rein. Hier sind mechanische Teile. Hier sind Konstruktionsteile. Und hier sollen auch Konstruktionsteile rein. Ach, guck mal, das läuft doch. Und der fährt das jetzt hier rein. Genau. So, jetzt kommen der Sache näher. Und hier kommen dann die normalen Teile rein, weil die brauche ich ja auch ständig. Hier werden sie verbaut und hier werden sie gesammelt erstmal. Und das ist so der Plan. Das Ding ist leer. So, und hier machen wir dann diese Konstruktionsteile rein. LKW-Import brauche ich nicht. LKW-Import, wie gesagt, ist Quatsch. Und hier auch. Export hier auch aus. Weil das brauche ich ja, um das hier zu füllen. Ne, hier kann Export erstmal anbleiben, weil da ist ja noch nichts hinten dran. Was da später noch kommt, weiß ich nicht. So, also hier haben wir gesagt, Konstruktionsteile, Holz. Holz müsste man dann auch noch hier reinfahren. Aber zuerst muss hier mal... Ja, die brauchen wir. Aber um die herzustellen, muss ich jetzt natürlich hier tätig werden. Denn... Machen wir mal eine Export. Natürlich nichts. Export aus und auch Priorität hoch. Dass das Ding erstmal befüllt wird, damit wir hier wieder unsere Konstruktionsteile bekommen. So langsam blicke ich das hier. Glaube ich zumindest. So, hier haben wir unser Beton. Ja, den könnten wir eigentlich dann tatsächlich hier reinfahren. Ne? Bin ich echt am Überlegen. Hier brauchen wir Beton und hier brauchen wir Beton. Wenn ich auch einfach nur eine Leitung hier rüberlege. Sobald ich Matz genug habe. So, LKW sind okay. Eisenerz. Wie war das mit dem Eisenerz? Gestein.
Ja, solange die noch Zeugs dazu bringen, ist das alles ein bisschen problematisch hier. So, gut, dann sollten die hier mal wieder Eisenerz produzieren, glaube ich, ne? Hallo? Da ist alles abgebaut, genau. Also, Bereich editieren. Jetzt werden wir den ganzen Bereich hier mal anmalen, damit der hier mal wieder Zeugs produziert, ne? Zwei Bagger, zwei LKWs. Genau. So, dann machen wir ein Bergbaugebiet. Er macht das hier noch dazu. Nee, 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 falsch. Falsch, Opa. Mach alles weg. Das musst du anders machen. Erstmal so. Und dann gräbst du dich mal hier rein. Das jetzt hier rüberziehe, macht er das auch richtig. Alles auf 0,2-Ebene. Zack. So, dann mach hier mal platt alles. Genau. So, das hätten wir schon mal hoffentlich richtig erledigt. So, die sind tatsächlich jetzt alle. Alle, alle. Das ist natürlich nicht gut. So, ihr habt Holz. Warum fahrt ihr das nicht hier rein? Ah, nee, 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 stopp. Ach so, Kohle. Ich brauche Kohle. Wer macht denn hier Kohle? Kohle. Kein gültiges Ziel. Hier soll doch Kohle rein. Import an. Ach, Kohle ist drin. Eisenerz fehlt. Eisenerz fehlt. So. Hier ist jetzt eine Menge Holz drin, aber kein Eisen mehr. Wenn ich die Dinger hier, wenn ich das hier alles abreiße, was haben wir hier? Ach so, unser Wartungsdepot. Holz, okay. Das sollte ich dann leer fahren, ne? Genau, pass auf, Holz. Holz muss ja auch hier noch rein. Genau, da ist zwar schon noch 40 drin. Ich mache aber hier einen Import erstmal aus, weil da nichts reinfahren soll. Und Export natürlich auch aus. Ja, ich will hier Holz. Kommt hier auch Holz rein? Erstmal nicht, ne? Da kommt auch Holz rein. Moment, da muss ich das erstmal noch lassen. Stopp, 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 stopp. Da muss ich erstmal lassen, bis ich das aufgebaut habe. Eisenerz und Kohle. Gestein. Kalkstein, ja, das kann auch irgendwann mal leer gemacht werden. Muss auch nicht hier stehen. LKW Import, Export an, ja. Genau. Okay, so, dann bauen wir uns hier zwei Lager. Können wir nicht. Oh Gott, jetzt habe ich mich selbst hier in die Problematik reinmanövriert. Der fährt. Ach, der fährt den Brühe spazieren hier, ne? Auch nicht schlecht, ja. So, was ist denn hier los? Ist der fertig mit. Ach, der ist wahrscheinlich auch. Nö, ist er nicht. Der könnte noch arbeiten. Der hat kein gültiges Ziel. Der hat Kohle und kein gültiges Ziel.
Warum? Warten auf Regenwasser? Muss ich mal noch irgendwann einen Bohrtraum setzen? Der hat Kohle, aber kein gültiges Ziel. Import an. Was ist denn hier mit meinem Gestein? Produziert erstmal Gestein hier. Ich muss dann das Gestein jetzt erstmal verkippen. Mit aussieht. Kann sein, dass das ein Fehler ist. Wenn dann so. Nee. Verkippen. Stopp. Weg. Erstmal gerade. Und dann hier hoch. Und dann hier rüber. Ja. Jetzt haben wir's. Geht das so? Neunzehn. Neun. Okay. So, was darf hier verkippt werden? Ja, da muss ich jetzt natürlich wieder umschalten hier. Wenn ich jetzt sage, der soll hier verkippen, dann verkippt er mir das ganze Zeugs hier zu, ne? Jetzt muss ich das Gestein hier hinkippen. Mal gucken, wo er es hinkippt. Stein. Was hier verkippt werden kann, auf Gebiete, die verkippt werden, das verkippt werden dürfen. Was habe ich denn hier noch? Bergbaugebiete befinden sich außerhalb der. Ja, gut, das ist kein Problem. Machen wir weg. So, jetzt habe ich denen gesagt, ihr kann denn das Gestein hier hinkippen, aber macht er nicht. Weiteres Gesteinslager ist auch Quatsch. Weil ich kriege nämlich jetzt, ja, ich habe meine ganzen Konstruktionsteile jetzt verballert. Und der soll hier eigentlich Eisenerz reinfahren. Eisenerz fährt aber keins rein. Problem ist allerdings, der macht jetzt immer noch Gestein da rein, ne? Ja, das sollst aber kein Gestein fördern, du sollst. Sehr gut. So, jetzt fahr das mal ganz schnell hier in das Dings hier rein, damit ich wieder Konstruktionsteile bekomme.
Jetzt kann ich hier nichts mehr bauen. Oder sind hier noch welche in dem... Ja, das zeigt er mir doch an, ne? Hier waren doch sowieso noch keine drin. Nee. Naja, gut. Habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler. So, hier geht's aber jetzt los, ne? Der produziert jetzt Eisen. Bin ja auch ein bisschen doof. Import an. Platten und Holz erstmal. Import an. Ausgabe voll. Oh, okay. Aber hier ist noch nichts. Hier ist natürlich dann auch nichts. Und hier ist natürlich dann auch nichts. Fehlende Mats, logischerweise, ja. So, hier habe ich gesagt, LKW Export aus. Der soll das nämlich hier sammeln. Export. Ja, die kann er rausnehmen. Ach, Opa. Alles gut. Oh, hier läuft was. Hier passiert was. Hip, hip, hurra. Gut, haben wir wieder ausgebügelt. Dauert jetzt ein bisschen. In der Hoffnung, dass der hier... Wo fährt der hin? Wo fährt denn der hin? Ist der blöd? Nein! Das sollst doch hier gar nicht mehr hinfahren. Ah, okay. Gut, muss ich... Kohle, Eisenerz. Stopp. Import aus. Export an, genau. Da wird das hier nämlich komplett abgerissen, das Ganze. Was kriege ich denn da zurück? Wo? Oh. Naja. Gut, egal. Wird trotzdem abgerissen. Weg damit. Das gleiche haben wir jetzt hier. Etwas anders aufgebaut. Ob das gut ist oder schlecht. Wird sich zeigen. Zumindest laufen hier mal wieder Konstruktionsteile. So, wenn das ausreicht, dann werden wir hier Eisenerz und Kohle, kommen hier zwei muss ich da unbedingt Lagerfront dran setzen? Eisenerz. Warum kein gültiges Ziel? Also. Weil das voll ist. Also setzen wir hier Eisenerzlager vorn dran. Ausgabe voll. Warum geht es hier nicht weiter? Fehlende Materialien. So, Kupfer will ich jetzt keins herstellen. Schmolzenes Eisen. Ach, die Schlacke ist voll. Ne? Und die kann das sein? Das heißt, ich muss dem hier Export Automatik. Dann Import, ja, ist logisch. Kohle und ja, pass auf, wir setzen dem dann zwei. Warum denn nicht? Zwei Lager hier hin. Schüttgutlager. Einmal. Zweimal. So, dann machen wir hier.
Geht da irgendwas, was da rein soll? Nö. Da machen wir hier Eisenerz. Und hier machen wir Kohle. So. Dann können die das hier immer wieder auffüllen. Förderband. Ja. Eisenerz. Kohle. Was kann man hier machen? Ah, okay. Gut. Genau. Das läuft jetzt erstmal. Das läuft auch. Und hier haben wir wieder was drin, ne? 20, okay. Das läuft nicht. Warum nicht? Weil ich hier keine Mats drin habe. Okay, Betonplatte. Betonplatten hat er auch. Die werden gebracht. So, erfolgreiche Verteilung und Priorisierung von Stückgut über einen der beiden Ein- und Ausgangsanschlüsse. Produkten. U-förmige Sortiere. Mal raus und einmal rein. Könnte ich den theoretisch hier hinsetzen und damit mit Holz zum Beispiel reingehen und dann das sortieren? Weil ich kann ja hier mit Sicherheit eine mögliche Verteilung, Priorisierung, Stücke über eine der beiden An- und Ausgangsanschlüsse. Gut, ich habe zwei Anschlüsse, zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Das hier ist dann entsprechend für die Schmelze, Ausgleichsrohr, Verteilung, Priorisierung und Flüssigkeiten. Produkten. So, was passiert denn, wenn ich das jetzt, hat das irgendeinen Sinn, wenn ich das jetzt hier so hinsetze? Ich brauche ja hier auch Holz und Beton, also muss ich ja Holz und Beton auch noch reinfahren. Die Eisenplatten, die kriege ich jetzt hier geliefert. Zwar langsam. Ich muss die Schlacke hier abführen. Die Schlacke, ja, aus der Schlacke macht ja normalerweise hier Gestein, Kohle. Aus der Schlacke kann man, wenn man will, zerkleinerte Schlacke machen. Würde bedeuten, ich habe aber hier keinen zweiten, müsste ich einen zweiten Dings hier setzen. Komm, der soll die Schlacke jetzt erstmal verkippen. Bis ich mal weiß, wie das läuft, ne? Sonst geht es hier nicht weiter. Ja, ich könnte jetzt hingehen, könnte noch ein Flacke-Dingsbums hier hinstellen und das dann verarbeiten. Ausgabe voll. Ja, das hier ist jetzt schon mal gefüllt, aber warum ist hier Ausgabe voll? Was genau ist denn hier voll? Die Schlacke, ha? Muss ich das ausprobieren?
würde jetzt ja hier erstmal nicht stören. Moment. Lager. Shit, gut. Alles etwas verworren, was ich hier baue. Ich weiß. Das ist für Schlacke. Ja. So, mal gucken, ob das daran hängt. Schlacke, ja, hier steht es auch. Schlacke ist voll. Da ist doch das Zeichen, das Taktische. Okay, dann bau das mal fertig hier. Da kann die Schlacke hier mal abgeführt werden. Und vielleicht machen wir dann hier aus der Schlacke Beton. Denn ich kann ja hier aus der Schlacke zerkleinerte Schlacke machen. Und der kann aus zerkleinerter Schlacke und Zement und Wasser Beton machen. Macht das Sinn? Warum auch nicht, ne? Oh, ja. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und den Beton, wollen wir mal gerade gucken. Beton haben wir, Produktion. Er verbraucht 3. Verbrauch 1,5, verbraucht 3 und produziert 6 mal Beton. Diese Produktion ist effektiver mit Sand. Sand weiß ich noch nicht, wo ich den herbekomme, muss ich noch gucken, finde ich auch noch raus. Okay, ja, wäre doch eine Idee. Hier füllt sich jetzt so langsam mit Schlacke und hier sollte es dann... Schlacke ist immer noch voll. Aha, jetzt läuft es so langsam leer. Wird mich aber nicht viel nutzen, weil da ist das Ding gleich wieder voll. Also sollten wir hier schnellstmöglich Gestein herstellen. Das war, glaube ich, hier nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Recycling. Brecher. Der Brecher macht aus Schlacke. Zerkleinerte Schlacke. Also. Nochmal. Brecher macht aus Schlacke zerkleinerte Schlacke. Ich will versuchen, den Beton hier reinzubekommen, aber das wird jetzt schon wieder schwierig, ne? Das wird schon wieder schwierig, es sei denn, ich mache das so. Schlacke, Schlack, Schlack. Inkompatibler Anschluss. Ah, okay. Schnell wieder weg, bevor was passiert, bevor es in einer sieht. Brecher. Da geht's rein. Dann bitte so rum, ne? So, ich mach's ein bisschen weiter weg, dass ich hier die Rohre wie geht's hoch mit Q, ne? Ne, mit E. Da steht's. Da geht's rein. Ja, dass da LKWs auch immer noch durchkommen. Okay, jetzt läuft es hier zumindest. Hier. Ausgabe voll. Warum? Ach, guck dir an. Mechanischen Teile sind voll.
Ich brauche größere Lager. So, das sieht wieder recht gut aus. Das sieht auch gut aus. Also, es läuft wieder. So, was bringt der? Der bringt Konstruktionsteile. Was macht der mit denen? Also, der baut hier, natürlich. So, der Brecher macht hier aus Schlacke zerkleinerte Schlacke. Das ist der Sinn der Sache. Und der Drehrohrofen macht Zement. Ganz schnell nochmal gucken. Nee. Der macht aus Zement und Schlacke und Wasser Betonplatten. Ah, das hier ist schlecht, was ich hier baue. Ja gut, die Schlacke wollte ich weghaben, ne? Das heißt, ich müsste hier eine weitere Anlage aufbauen, die mir die Schlacke verarbeitet. Ja, das ist alles nicht so gut. Okay, ich bedanke mich fürs Zugucken. Nächstes Mal werde ich noch mehr Gedanken machen, wie das hier am sinnvollsten läuft. Aber die LKWs sollen ja auch noch ein bisschen was zu tun haben. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder ein Däumchen oder einen Kommentar da. Ansonsten bis dann, euer Opa Gamer. Ciao.